So, hallo, da sind wir wieder bei Hexit. Eher gesagt noch im Hauptmenü von Hexit, aber wenn ihr da mal einen Blick in die linke obere Ecke werfen könntet, dann könntet ihr vielleicht hallo mein Gesicht sehen mit einem Zylinder auf dem Kopf, den ich jetzt eventuell zeigen kann, indem ich mich einfach ganz komisch in meinen Stuhl reinquetsche. Und wir machen heute eine Livestream-Zusammenfassung. Heißt, ich werde schauen, oh, guck mal, eine ist auf dem Server. Ich werde aufnehmen und einfach nur zeigen, was ich gemacht habe. Weil sich so ein paar Sachen hier verändert haben, natürlich. Auffallen sollte sein, ich habe das Interface umgestellt, dass die Namen und so, ne? Ja, guck mal, jetzt, wenn ich Schatten mache. Hab das Interface so ein bisschen umgestellt, dass das mit der Facecam zusammenpasst. Zander schreibt mir Hallo. Ich schreibe ihm ein Hallo zurück. Und. Klaro. Dann lege ich mich noch kurz schlafen, damit für ihn Tag wird. Damit er aufnehmen kann. Besser. Und dann zeige ich halt noch weiter kurz. Ich habe nicht viel gemacht. Ihr seht, da sind einige Chocobos. Und ich habe immer noch kein eigenes Bett, weil ich. Keine Ahnung. Ich bin zu unfähig, mir ein Bett zu bauen. Glaube ich auch nur zwei Wolle. Aber ich habe halt angefangen, in dem Stream so gesehen, die ganzen. Ich darf im Stream, im Update-Video nicht groß was machen. Deswegen lasse ich die da jetzt auch liegen. Das ist auch noch was Doofes. Aber ich zeige euch. Ich führe euch hier rum. Keine Angst. So, wir haben hier blaues Baby-Chocobo oder Chikobo, ein grünes Baby-Chikobo, ganz viele normale Chocobos, zwei blaue da drin, das sind die Brutexemplare, die sind, ja, die habe ich da ganz auf Liebe machen lassen, da drin sind glaube ich auch noch ein paar blaue und so, da hängt auch ein blaues irgendwie in der Ecke. Die beiden will ich miteinander natürlich paaren, das ist ein männliches und ein weibliches, dann habe ich auch bald irgendwie schwarze und weiße Chocobos, das ist schon mal cool. Ansonsten haben sich ein paar meiner Chocobos, das Grüne da und so irgendwie hier über die Landschaft verteilt, weil anfangs mein Zaun noch zu tief war. Deswegen habe ich den Zaun auch jetzt eins höher gezogen. Ich kann doch kurz noch natürlich zeigen, was die Chocobos können. Habe ich noch einen mit dem Sattel? Ja, dich. Danke. So, der blaue Chocobo ist ein bisschen schneller als der gelbe. Ups. Wie steige ich nicht ab? Mit dem Stechwagen ich auch ab. Was? Mit der Feder? Was mache ich denn mit einer Feder bei einem Chocobo? Folgst du mir, wenn ich dich mit der Feder antippe? Frag mir mal. Oder auch nicht. Ich habe keine Ahnung, was die Feder macht. Kommen wir da. Ah, ich muss beide aufmachen. Okay. Haben wir jetzt daraus? Ja, genau, perfekt. So, machen wir hier kurz mal zu. Erstmal eine Chocobo-Einführung. So, wir haben das blaue Chocobo. Kann normal hüpfen, kann normal rennen. Aber im Wasser wird es auf einmal ein bisschen schneller. Wird es auf einmal zum Speedboat. Zudem habe ich unendlich Atembuff. Also kann ich auch genauso mit dem Viech auch unter Wasser von mir aus entlang cruisen und den ganzen Fluss entdecken. Ist halt super praktisch, wenn man Meer überqueren muss. Wenn man dann auf einmal einfach so einen Speedboost-Chocobo hat. Das ist schon mal eins der coolen Chocobös. Ansonsten haben wir noch das Grüne. Das Grüne kann einfach zwei Blöcke gleichzeitig, glaube ich, nach oben klettern. Da haben wir aber auch einen Berg, wo ich demonstrieren kann in der Nähe. So. Aber ich glaube, wir haben kein Grünes mit Sattel. Außer das da drin. Bist du das Grüne mit Sattel? Ja, du bist das Grüne mit Sattel. Ja, egal. Dann könnt ihr euch die Livestream-Aufzeichnung anschauen. Die ist in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch angucken. Nur das Problem. Oh, ich wollte übrigens sowieso. Ich hoffe, das macht jetzt nicht die Fraps-Aufnahme kaputt, wenn ich das Fenster zu verschiebe. Soll es ein bisschen hier weiter rüberschieben, dass ich zwar ein bisschen mehr in die Webcam gucke, aber nicht ganz genau. So, ansonsten habe ich in meinem Haus angefangen. Hier gibt es Pflanzenzeug, Mineralien, Mobdrops, Holzcraft, Waffen und Gadgets und Rüstung. Und da habe ich es halt so ein bisschen einsortiert. Noch nicht perfekt, aber es kommt hin. Unter Mobdrops suche ich übrigens auch mein Essen rein, weil ich keine Ahnung hatte, wo ich sonst hinpacken soll. Hier kann ich auch die Viecher von innen auszüchten. Super gut. Ein ganzes goldenes Güsal, was ich bekommen habe, habe ich leider schon verbraucht. Ach ja, ich habe übrigens eine Chocobo-Rüstung an. Das sollte aufgefallen sein. Weil ich, keine Ahnung, ich mich eh nur mit Chocos gekündigt habe. Hier habe ich unten Steine und Erde reingepackt, weil ich die oben eh nicht brauche. Und das ist noch mein persönlicher Gang, den keiner benutzen darf, weil keiner in meinem Haus einfach Steine abbauen darf. Hier kommt dann später noch eine Portaltür zu Simons Haus in Stadtrot, dass ich Simon und Taddle und so besuchen kann. Genau. Aber aufschlagen darf das natürlich keiner, weil das wäre ein Regelbruch. Und dann tschüss, Hiro. Oder so. Ne? Ihr wisst Bescheid. Gut. Ansonsten habe ich eigentlich nichts gemacht. Ich würde gerne das Feld abernten, aber ich darf nicht.
Die nächsten Folgen werden mit Simon sein, also die nächste eine zumindestens, weil Simon gerade auf dem Weg hierher ist, um das eben mit der Tür zu machen, dass wir die voll coole Verbindung haben. Gut, dann war es das jetzt, ein kleines 5-minütiges Update. Wir haben jetzt ganz viele Chocobo-Babys, kann sich natürlich jeder aus Stadt Blau dran bedienen an den ganzen Chocobos, aber die beiden sollen bitte in Ruhe gelassen werden, bis wir die schwarzen und die weißen Chocobos haben. Denn die sind cool. Ich weiß gar nicht, was die schwarzen und weißen können, aber egal. Gut. Dann schaue ich nochmal aus meinem neuen Fenster und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. TS-Geräusch. Tschüss.